Und herzlich willkommen zu den Keine Wochenshow-Tipps. Und er hat es leider nicht vergessen. Nur drei Takte. Das war jetzt schon mehr. Danke, auf Wiedersehen. Weg damit. Tschüss. Keine Wochenshow-Tipps. Was hast du heute im Angebot? Na, Musik, was denn sonst? Eine Musik, dann erzähl mal. Und zwar, wir haben jetzt, es gibt eine großartige Band, die nennt sich John Deaver and the Rocket of Love. Und die haben ihr drittes Album rausgebracht, nämlich The Big Easy. John Deaver hat eine großartige, fiktive Geschichte. Kommt nie aus der Highschool von San Diego, eigentlich aus Deutschland. Und hat sich so ein bisschen so angelehnt an Steel Panther, die sich ja auch eigentlich zurückgesinnt auf die 80er Jahre. Und es hat die Band auch gemacht. Und zwar spielen sie lupenrein 80er Jahre Hair Metal, à la Mötley Crüe, Poison, Def Leppard und Konsorten. Und die haben damit, sind sie in einer Welle mit reingerutscht, wie Kissing Dynamite mit Heat und zum Teil auch The New Roses. Und die haben da ein wirklich hervorragendes, rockiges Album gemacht. Schöne, entspannte, Heavy Metal, Hair Metal, 12 Songs mäßige, gute Laune, Party-CD. Wenn man so möchte. John Deaver ist wirklich ein cooler Kunde. So kann man sich auch so, wenn man den sieht, auch, lebt doch wirklich die 80er Jahre. Lange Haare, Spandex-Hosen, viel Make-up. Aber die Jungs haben sich weiterentwickelt als die 80er Jahre. Man kann auch mal ein bisschen auch kritische Texte angehen. Man kann auch mal sagen, habe ich mir auch geschrieben. Weiterentwickelt seit den 80ern, ja? Ja. Wenn es ihr drittes Album ist, wann haben die denn angefangen? Nein, ich meinte thematisch an den 80er Jahren. Die kommen so. Natürlich. Sie haben sich 2009 gegründet. Ach so. Und da haben sie zum Beispiel einen Song, der heißt Boys Don't Play With Dolls. Weil man den 80er Jahren gar nicht so gewohnt hat. Da hat man höchstens gesagt, wir spielen mit den Hupen Songs gemacht. Aber sie sind halt ein bisschen, haben sich textlich natürlich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen kritischer gesehen, ein bisschen weit umfassender gesehen als dieses typische 80er Jahre Gedöns. Aber sonst ist es musikalisch gesehen einwandfrei 80er Jahre. Richtig coole Sache. Runaway Train war die erste Single draus. Läuft auch auf YouTube rauf und runter, wenn man möchte. Das Runaway Train aus den 90ern? Nein. Achso. Eigener Song. Aber sie sind stilistisch sehr nah an Kissing Dynamite. Das ist ja auch noch eine Band aus Deutschland, aus Schwaben. Und die machen ja schon seit Jahren richtig coole Hardrock-Musik. Sind auch recht erfolgreich mittlerweile. Haben auch gerade auch eine Charity-Single auf Rockantenne zu laufen, Stop the War. Und unter anderem mit noch anderen Musikern. Aber jedenfalls, John Deaver and the Rocket of Love, The Big Easy, ist ein großartiges Album, gerade für jetzt, wenn der Frühling kommt, dass man gute Laune haben möchte. Da fetzt es schon ganz gut. Darfst übernehmen. Ich habe ein Buch im Angebot und es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Muss ich mal gucken, 300 Seiten etwa. Und ich habe das in anderthalb Tagen auf dem Schiff eingesogen. Ui. Es heißt, Die Überlebenden ist von dem schwedischen Autor Alex Schulman. Also beim Schweden wird man den ja kaum englisch aussprechen. War wohl in Schweden auch ein Bestseller. Und es geht um die drei Brüder Benjamin, Pierre und Nils. Die kehren 20 Jahre, nachdem ihre Familie immer in einem Sommerhaus, in einem weit entfernten Örtchen, wo man auch mal relativ schwer hinkommt, kommen die nach 20 Jahren das erste Mal wieder dahin. Und Anlass ist, dass ihre Mutter gestorben ist. Und ihre Mutter hat ihnen quasi als letzten Willen aufgetragen, sie möchte, dass ihre Asche an einer bestimmten Stelle auf diesem Areal verstreut wird, weil sie halt immer da sehr gerne war. Und der Roman erzählt halt auf eine sehr, sehr spannende Weise einerseits von der trügerischen Familienidylle damals und andererseits von der Begegnung heute. Und das verrate ich jetzt einfach mal. Diese beiden Handlungsstränge bewegen sich nämlich aufeinander zu. Was man aber erst nach einer gewissen Zeit merkt. Ui, also das ist ja spannend. Es gibt einen Handlungsstrang, der quasi von damals erzählt, nach vorne gehend. Und es gibt den Handlungsstrang, der heute beginnt
und aber nach rückwärts geht. Und irgendwann an irgendeiner Stelle, die ich jetzt natürlich nicht verraten möchte, treffen sich diese Handlungsstränge. Ui, das hört sich ja wirklich spannend an. Und es ist wirklich ganz toll geschrieben. Erstens, weil diese, also was in dieser Familie so passiert, ist jetzt eigentlich gar nicht so. Es ist jetzt, also ich will jetzt keine Erwartung schüren, dass da jetzt ganz schlimme Sachen passieren, aber es geht halt um dieses Familiengefüge, wie die so miteinander umgegangen sind, was die so ausgemacht hat, womit die sich so beschäftigt haben. Und es dreut da auch immer so ein bisschen Unheil im Sinne von, dass die Familie zu zerbrechen droht. Und ja, und die Brüder kommen jetzt zusammen. Es gibt sehr viele Wunden zu heilen, seelische. Ja, da möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht so viel verraten, aber es ist wahnsinnig toll geschrieben. Wenn man das dann auch geschnallt hat, wie diese Handlungen dann so zusammenpassen, ist es dann auch wirklich echt toll. Und ich habe ja schon lange nicht mehr so einen guten Roman geschrieben. Und hier steht auch, seit langem stimmt es auch mal wieder, was sie da hier schreiben, kunstvoll in der Komposition, klar und karg in der Sprache. Ein Roman hoher Intensität und mit der Kraft, uns mit uns selbst zu versöhnen. Ui. Das trifft es absolut. Also, mein Tipp, Die Überlebenden von Alex oder Alex Schulman im DTV. Und das waren die Keine Wochenschuh-Tipps für den heutigen Montag. Wir sehen uns. Bis dann. Später.